Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir sind wieder hier dabei und ich habe mal ein bisschen mich umgeschaut in Foren, denn ich bin ja etwas verwirrt gewesen, warum man so langsam levelt. Das liegt wahrscheinlich auch am Schwierigkeitsgrad und ich habe einiges herausgefunden. Zum Beispiel angeln wir jetzt mal. Das geht hier natürlich nicht mit dem Dynamit. Interessant ist zum Beispiel einmal, dass man beim Angeln einen also Goldprobleme sollte man zum Beispiel nicht bekommen. Oh, sorry. Super leid, dass ich nichts gefangen habe. Das Play zieht sich in die Länge. Beim Angeln kann man den sogenannten Goldfisch fangen. Der Goldfisch bringt einem 740 Gold, ungefähr 737. Und damit kann man seine Goldreserven unklar in die Höhe strecken. Man könnte also eine riesige Fischtour machen. Wenn man mal wirklich kein Geld hat, dann tut man einfach mal eine 10-5 Minuten fischen. Das ist kein Ding und ich benutze es gerade mal einfach zu fischen, während ich euch erkläre, was ich alles rausgefunden habe. Und, ja, man kann auch die ganzen anderen Fische verkaufen, wenn man sie nicht nutzt. Ich nutze momentan die Fische ja sehr selten, weil ich den Sinn dahinter noch nicht ganz fasse. Also, sie haben sicher Sinn, aber es ist meistens nicht in der Geschwindigkeit meiner Finger mit veranlagt, so schnell Fische in meinen Begleiter auszurüsten. Und ja, guck mal, ich war vielleicht gerade... Oh, da haben wir doch schon einen Goldfisch. Super, siehst du, genau das meine ich. Zudem habe ich noch festgestellt, das machen wir gleich mal. Es soll anscheinend ein geheimes Easter Egg geben. Es soll mehrere Easter Eggs geben. Ein Easter Egg habe ich gefunden, soll auf der ersten Map schon sein. Und zwar, wenn man am Portal zur zweiten Map stehen bleibt. Prisma-Vorräne. Dann soll da eine Truhe sein. Wenn man länger als 30 Sekunden an der Truhe stehen bleibt, sollen da zwei weitere Truhen erscheinen mit guten Gegenständen. Das will ich nachher gleich mal ausprobieren. Fisch mit Inhalt gefangen, Elektrorinnen, nicht schlecht. Und das will ich dann mal ausprobieren nachher. Und dann gucken wir mal. Das war zu früh, habe ich mir schon gedacht, ja. So. Das war's aber jetzt auch, Schakalbarsch gefangen, super. Dann gehe ich mal hier rüber und dann gucken wir mal ganz kurz für Fische. Da haben wir ja hier irgendwo Goldfisch. Ihr seht schon, das Zeug bringt unklar viel. Prisma-Morene. Die ist krass, okay. So, das wollte ich nochmal machen. Da haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Tempelsteppe. Nee, Quatsch, warte mal, das ist ja falsch. Tempelsteppe ist ja danach, gell? Nee. Vater fährt einen Tod. Nee, doch. Ist das danach oder davor? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen eine Truhe finden. Da ist eine Truhe. Ich weiß aber nicht, ob es die ist. Ich bleib einfach mal eine Weile stehen. An der Truhe. Man soll 30 Sekunden stehen bleiben. La 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 la. 30 Sekunden an der Truhe stehen bleiben. Damit kann man auch das Quest in die Länge ziehen. Ich nehme mein Handy zur Hand, um nicht allzu lange hier stehen zu bleiben. Ich habe einen Anruf wahrscheinlich von meiner Mutter erhalten. Schokolade. Die 30 Sekunden sollten jetzt wirklich langsam um sein. Okay, hier ist nichts. Das ist das falsche Truhe. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier so ein bisschen in die Richtung. Dann ist das wahrscheinlich vor der Stadt noch gewesen. Nee, Quatsch, falsch. Hier. So, mal ein bisschen hier. Geschwindigkeit. So. Hier nochmal in die Stadt rein. In Mehrspielerpartien richten Monster mehr Schaden an, bla bla bla, das kennen wir ja alle schon. So, dann gehen wir mal. Ja, so. Und da kommen wir, hier ist das Dorf, wo wir angefangen haben. Was? Hier kommt neuer Monster? Das ist ja geil. Heißt, ich kann mich hier kostenlos aufleveln, oder was?
geil ist das bitte? Das wusste ich nicht. Das heißt, ich kann immer hierher zurückgehen, nach einer Weile wahrscheinlich, und kann mich neu aufleveln. Ah. Faustschild. Und das Schöne ist ja, ich one-shotte die alle. Fast. Da ist eine Truhe. Und ich glaube, das ist auch die Truhe, die er meint. Hey, wieso steht hier, dass wir hier noch nie waren? Guck es mal an. Da steht, wir hätten das alles noch nicht erkundet. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hier soll irgendwo ein Hebel erscheinen. Ich sehe aber keinen. Na gut, gucken wir mal weiter. Aber hier, hey, ich raff jetzt gerade nicht, warum der uns anzeigt, dass wir hier noch nie waren. Hier gibt es ja keinen Sinn, weil wir waren ja schon. Wie soll man hier sonst durchgekommen sein, aber naja, egal. Wer seid ihr und was wünscht ihr? Ich verstehe es nicht ganz, warum der uns sagt, wir wären hier noch nie gewesen. Aber ist es die Truhe vielleicht? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ich sehe keinen Hebel. Auch diese scheint es nicht zu sein. Wow. Achso, ich habe die Skills davon verändert. Chaos, wir verbreiten Chaos. Tote Bezwingerwache, Fass. Gold. Ich kann nicht sagen, warum wir hier so nochmal sind. Es ist mir, ich sage auch, relativ egal. Ich freue mich nur gerade, dass wir nochmal ein bisschen leveln können. Oh, das war der gefährlichste Boss, den ich mein ganzes Leben je gesehen habe. Ich brauche nicht unbedingt Mana hier, aber ich brauche es gerne. Fass. Heiltrank. Oh ja, Katze, mach ruhig. So, da war noch ein Heiltrank, den muss ich noch zurückholen. So, was haben wir hier noch? Tote Bezwingerwache? Ne, hier hinten war ich nie. Doch, ach hier, ach so, das ist... Klar, doch, hier ist das Camp. Was wir gemacht haben. Oh mein Gott, das ist also hier. Ich komme damit echt kaum klar. Das ist. Ist das die Truhe, die sie meinten? Er meinte am Ende der ersten Stage. Könnte das Ende sein hier.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ich sehe keinen Hebel. Nein. Hier ist kein Hebel. Dann halt nicht. Stopp, Gold. Da liegt noch Gold. So, mal hier gucken, weil hier ist auch noch nicht alles erkundet. Jetzt ist hier alles erkundet. So, hier haben wir noch ein paar Freunde. Hier haben wir noch ein bisschen was. Auch noch eine. Kommen wir mal dabei sind. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ich glaube, ich habe verzählt. Ich weiß nicht. Aber immer noch kein Hebel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gerade angekommen. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ja, wow. Uns wird gezeigt, wir sind nicht in der Anfangsstadt gespawnt. Wir waren hier also nie. Interessant. Wusste ich nicht. Wir waren einfach so übergeskillt, dass wir gleich ins erste Level geschmissen wurden. Ich habe keine Ahnung, warum zum Teufel wir das alles nochmal machen mussten jetzt. Also es ist mir jetzt auch relativ egal. Hat ein bisschen Level gegeben, aber ich weiß trotzdem nicht wieso. Hier waren wir noch nicht ganz, so wie es aussieht. Doch, waren wir. Also jetzt... So... War jetzt auch nicht irgendwie... Vergoldete Truhe! Wow! Habe ich schon mal erwähnt, dass wir da jetzt gerade bestimmt 3 Minuten der Folge komplett mit Runenroterzählen beschäftigt waren. Ist super. Gefällt mir einfach mega. Und wir haben die Truhe immer noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es die goldene Truhe jetzt war. Hier ist auch nur irgendwo was. Vielleicht war es ja diese goldene Truhe, die sich irgendwie im Nachhinein gespawnt hat. Jetzt, ich weiß es nicht. Wer seid ihr und was wünscht ihr? Wir sind dein schlimmster Albtraum. Ich kann es euch nicht sagen. Aber irgendwie stand ja am Ende der ersten Stage. Deswegen dachte ich, dass vielleicht hier irgendwo eine Truhe steht. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ach, komm, dann nochmal. Aber irgendwie, nee. Hier ist auch eine, aber hier ist kein Hebel. Das sind irgendwelche ekligen Würmer, auf die man drauf treten kann. Na gut. Zudem habe ich noch erfahren, man kann anscheinend, ich weiß nicht, ob wir das nutzen werden, vielleicht mal zum Ausprobieren. Man kann anscheinend, wenn man in einer Phasenbestie, wenn man im Phasenbestien reich ist, kann man, ich tue deswegen dabei mal angeln, kann man anscheinend, nachdem man das Phasenbestienreich abgeklappert hat, einfach auf Neuladen drücken und behält die Gegenstände, die man bekommen hat und, behält die Gegenstände, die man bekommen hat. Ich drücke mal jetzt gerade nichts. Ah, okay, dann geht's von vorne los. Interessant. Man behält die Gegenstände, die man bekommen hat, blablabla, wo war ich gerade? Und kann wieder von vorne anfangen. So kann man unendlich viel Loot sammeln und auch leveln. Ist vielleicht ganz praktisch. Ich weiß nicht, vielleicht probieren wir es mal aus. Ist jetzt ein bisschen hart am Cheaten dran, finde ich. Ist Bug-Using. Vielleicht machen wir es, wenn wir wirklich nicht mal weiterkommen. Dann könnte man das eventuell sich die Phasen ein bisschen immer für den Schuss aufheben. Und sich dann sagen, okay, wir kommen jetzt echt nicht weiter. Und dann könnte man das machen, wenn das wirklich funktioniert. So, Schakalbarsch gefangen. Wir haben eine Menge Stuff zu weggeben, glaube ich. Genau. Das ist leider so ein Crap jetzt hier. Das können wir alles mal
Nein, nicht der Kuhstein, der bleibt bei uns. So. Super. Und dann hätte ich gerne... Wir haben 8 Mana-Tränke. Ich verkaufe mal die kleinen. Wir haben 8 Mana-Tränke. Da hätte ich gerne noch ein paar mehr, muss ich gestehen. Mach mal 15 draus. Wie kostet eigentlich einer? 124 geht eigentlich. Das sind krasse Tränke, die großer Verjüngungstrank. Die lasse ich erstmal noch. Ich glaube sowieso, dass wir die manchmal auszusehen klicken. Dann gehen wir mal hier. Nee, stopp, Moment. Wir nutzen das Portal und gehen zum Rauhreifhügel. Und auch im Rauhreifhügel haben wir ja, glaube ich, noch nicht das Beste, das Phasenreich entdeckt.